nehmen kann. Okay, cheers. Ja, Pech jetzt. Let's go. Oh mein Gott. Leute, wir sind gerade in der Hey-Halle und ich bin ganz ehrlich, meine Freunde, die Hey-Halle ist echt cool und so. Ihr seht ja, hier sind unsere ganzen Hey-Merch-Sachen. Außerdem, meine Freunde, der wunderschöne Lightning-Sweater ist jetzt immer noch verfügbar. Ein paar Grüßen sind schon weg, weil es unfassbar eskaliert ist. Wir wollten ja nicht bis Weihnachten haben, aber das wird wahrscheinlich wohl nichts. Ja, es ist auf jeden Fall echt ganz cool so. Irgendwie ist es mir irgendwie zu langweilig, oder Johannes? Hier ist es irgendwie zu lame. Mhm. Und deswegen hatten wir da eine kleine Idee. Eine ganz kleine Idee. Ja, das haben wir jetzt alles gekauft. Wir müssen jetzt nur noch aufbauen und zwar da oben. Und dann machen wir einen riesigen Club raus. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, bringen wir das nach oben. Tada! Leute, guckt euch das einfach an. Aber es ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn alles noch ein bisschen hell ist. Wir haben nämlich nicht nur einen DJ-Pool gekauft, sondern auch noch 1000 Lampen. Ich würde sagen, ich gebe euch mal eine kleine Show. Ja, ich glaube, das ist ein entspannter Montag. Leute, ihr wisst ja noch letztes Mal, wo wir versucht haben, die Cola als Rakete in die Luft zu schießen. Lea, du hast recht. Miserabel. Hat aber überhaupt nicht geklappt, deswegen haben wir hier uns diese Konstruktion hier gebaut. Schaut euch das mal an, Leute. Und zwar kann man hier das aufblasen, immer mehr Druck reinmachen und dann wegschießen. Ja, ich werde euch jetzt hier nicht genau erklären, wie das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Und ich würde sagen, diesmal muss es klappen. Wir werden jetzt eine Cola-Rakete bauen. Wir machen erstmal den ersten Versuch mit nicht so viel Cola. Wir trinken mal eben kurz alles aus. Okay, wir haben die Cola-Rakete ready. Wenn das jetzt nicht klappt, dann sind wir einfach nur dumm. Ich werde dieses nice Ding hier ran installieren. Seid ihr ready? Es kann 100 Meter in die Luft fliegen. Seid ihr ready, Kinder? Aye, aye, Captain. Digga, aber das wird jetzt verliert, ne? Okay, los geht's. Noch nicht drücken, noch nicht drücken. Noch nicht. Noch viel voller. Ich geh dann auch erst in dich. Drück! Okay, Versuch Nummer 2. Vielleicht kriegen wir es jetzt vielleicht noch ein bisschen geiler hin. Aber es hat schon mal ganz gut funktioniert. Let's go! Die ist leider wieder ins Nichts gefallen. Let's go! Wie das aussah! Doch dann aus dem Nichts kam auf einmal die perfekte Rakete. Oh mein Gott! What the fuck? Leute, wir sind hier gerade am Filmset. Für was genau, was wir hier machen, das darf ich noch nicht verraten. Und Julia ist auch mit dabei. Hallo! Und ich habe diese mega Idee gefasst. Übel krass! Diese ultra geile Idee. Ich habe mir so nice Chips bestellt. Ja, das gibt's halt nicht im Internet zu kaufen. Gibt es halt echt nicht bei Amazon? Nein, das gibt's für Amazon. Weil es so scharf ist. Es ist jetzt nicht so gefährlich. Ich weiß es nicht. Ehrlich, aber scharf. Ich habe immer die schärfsten Chips der Welt. Dieser Mann sieht auch sehr überzeugend aus. Guck euch diesen Mann einfach nur an. Bist du in 10 Jahren. Achso, warum meine Hände aus dem so sind? Ach du Scheiße. Das ist der Grund. Warte, ich muss Schmelztesten. Und? Geht voll. Brennt's schon? Nein, es geht voll. Nein? Nachher sind die gar nicht so schlimm, ich weiß es ja gar nicht. Aber. Riecht halt echt nur noch Paprika. Das ist gar nicht so schlimm, Mann. Nachher ist es super langweilig. Aber dafür habe ich noch diese nice Soße hier. Und die sieht aus, als wäre sie wirklich. Also hier ist ja so ein Teufel dran. Oh mein Gott. Ey, meine Hände sind so schlimm, Mann. Ein Teufel, Digga. Nachher können wir nicht mehr drehen, ne? Wir sind hier gerade aus dem. Stell mal vor. Wir sind also gerade am Filmset. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich sterben sollen. Einfach nur Pause gerade eigentlich. Ey, Johannes, kannst du das irgendwie auf? Ich bin ja irgendwie zu dunkel. Und dann waren wir erst mal 20 Minuten zu dumm, diese Scheiße zu öffnen. Wir sind die Kindersicherung. Wir sind Kinder, aber so dumm, dass wir sie aufbekommen. Und wir gehen ja, wenn ich auch so dumm. Gibst du wirklich nicht auf? Scheiße, Mann. Also, hast du's? Ja. Boah, so richtig brutal. Okay, das ist scharf. Echt? Das ist wirklich scharf, das ist so schön in der Nase. Okay, ich hab so Angst. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig direkt machen will. Ich erstmal so probieren. Nein, nein, wir machen direkt vorne keine Angst. Ich musste ja mega auf cool tun und einfach den komplett übertreiben, viel zu viel nehmen. Boah, ja, die ist scharf. Oh, die ist so richtig. Willst du so viel da drauf machen? Junge, ich riech das jetzt hier nicht. Ist das schlimm? Irre? Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Das ist nicht mal was Ultra Death Sauce. Das wird doch nicht schlimm. Ich werde es später noch bereuen. Ja, okay, reicht schon. Ich krieg eh nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich so viel nehmen kann. Okay, cheers. Ja, Pech jetzt. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Runterschlucken. Los. Nicht ausspucken. Ja, bitte wieder, Digga. Nicht ausspucken. Ich brauch ganz schnell was zu trinken, bitte. Ja, alles gut. Brauch nicht. Probier von der Soße aus.
drauf war. So. Ich hab doch gesagt, die ist krank. Junge, er ist komplett rot. Er fällt halt nicht mal, ne? Er ist komplett rot. Boah. Komm mal, wir von der Soße. Nein! Ich nehm die Erde, er ist halt komplett rot. Nimm die Soße. Die ist schon echt hardcore scharf. Nein. Alter, du bist so richtig entspannt und ich raste dir so komplett aus. Ja, mega geile Idee. Tschüss. Und naja, und Johannes muss natürlich auch einfach cool machen und dann natürlich auch ausprobieren. Junge. Junge, es kommt nichts raus. Johannes, glaub mir, das macht das nicht wirklich. Das ist richtig dumm. So viel kannst du nicht. Willst du es wirklich machen? Johannes, das tut unfassbar viel. Das ist viel zu viel. Ich glaub. Du willst einfach nur sterben, Mann. Aber das ist so dumm gewesen, Johannes, wirklich. Glaub mir. Er merkt es selber nicht, dass es richtig. Okay. Das ist richtig dumm gewesen, Bro. Wirklich. Geil. War dumm, ne? Ich koch damit. Das war richtig dumm, Bro. Oh mein Gott. Das war wirklich richtig dumm, Digga. Ich hab sowas noch nie erlebt, wirklich. Tja, Johannes, jetzt bereust du es, oder? Kann man so bitte dumm sein? Ey, er kotzt gleich. Kein. Johannes, kotzt mal bitte. Ich meine natürlich, kotzt nicht. Juke, du weinst einfach, Digga. Deine Augen sind rot, Digga. Was ist so? Johannes, das war die dümmste Idee, die du jemals hattest, ne? Oh, Bibi, Bubu. Oh nein. Johannes, du Armer. Ja. Als es dir noch gut ging. Das macht das nicht wirklich, das ist richtig dumm. Das war richtig dumm, Mann. Johannes, weißt du, was besser, an den Chips ist? Sie brennen zweimal. Ich würde sagen, bringen wir das nach oben. Was cool? Was gut aus? Ja, ja. Hier unten ist gerade wahrscheinlich so eine Schokoladenfabrik. Ich habe keine Ahnung, Alter. Was ist das hier für eine Halle, Mann? Nice, Mann. Hier wird wieder die größte Schokolade der Welt hergestellt. Ui. Es läuft. Ich will das Experiment gerade neben meinem Kotbeutel aus. Warte. Oh, das ist echt ekelhaft. Warum ist hier ein Kotbeutel? Das ist nicht unser. Nee, da ist auch Kacke drin. Warum werfen die den einfach so weg, Alter? Ohne Spaß. Digga, die Linse ist so dreckig, Mann. Junge. Willst du es noch haben? Sonst nehme ich es mit nach Hause. Oh, das kannst du nicht gut. Hä? Wie kannst du es einfach so essen? Das ist voll geil. Das brennt. Ihn juckt's halt nicht. Doch, das brennt. Aber ich finde das voll Hammer. Und damit ich die 8 Minuten auf diesem Video erreiche, zeige ich euch jetzt einfach, wie Flash tanzt. Gönnt mir einfach bitte.